Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Machen wir gleich mal hier einen kleinen Technik-Check. Ist die Tonqualität gut? Hört ihr das? Vielleicht mag das mal jemand in den Chat schreien, weil ich höre das ja selbst gar nicht. Sie sind schon einige Menschen da. Ich freue mich sehr darüber und werde auch gleich sagen, wie der Verlauf des Abends geplant ist. Schreibt doch gerne mal, ob ihr mich gut hört oder ob ich gegebenenfalls was verändern sollte. So, kommen jetzt hier zumindest ein Handzeichen. Ja, dann rede ich auch gar nicht lange drum rum, sondern fange direkt an. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Ich bin Nora Feeling. Ich stelle euch heute Abend mein Buch Depression und jetzt Wegweiser einer Erfahrungsexpertin vor. Und mir ist wichtig, zu Beginn zu sagen, dass ich keine expliziten Triggerwarnungen ausspreche und bitte euch daher, auf euch selbst zu achten. Wenn ihr merkt, okay, das Thema geht euch nahe, es kommen schwierige Gefühle hoch, dann sorgt bitte für euch. Verlasst den Stream, kommt wieder rein. Ich werde den nachher auch speichern, sodass er dann später noch nachzuschauen ist. Als Thema selbst, Depression ist das Hauptthema und damit verbunden rede ich auch viel über selbstverletzendes Verhalten und auch Suizidalität. Und das sind eben einfach mal schwierige Themen. Und wenn ihr merkt, okay, das tut mir jetzt heute Abend doch nicht so gut, dann sorgt da bitte für euch. Ja, für diejenigen, die jetzt vielleicht ganz neu hier sind, ich bin Nora Feeling, 36 Jahre alt und ich habe Erfahrungen mit Depressionen und Angststörungen. Eine Aussage, die mir mittlerweile recht einfach über die Lippen kommt, für die ich mich jedoch viele Jahre lang geschämt habe. In Deutschland leben etwa 6 Millionen Depressionsbetroffene. Depressive Störungen gehören bei Kindern und Jugendlichen mit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Und jährlich sterben etwa 10.000 Menschen durch Suizid. 600 davon sind Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren. Das ist bei Kindern und Jugendlichen sogar die zweithäufigste Todesursache. Und trotz allem wird das Thema totgeschwiegen. Und auch ich schwieg. Viele Jahre. Aus Angst, aus Scham, aus Unwissenheit. Ich habe gesagt, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt. Ich bin 85 geboren und wuchs noch ohne Internetzugang auf. Und damit hatte ich ganz andere Informationsmöglichkeiten, als sie heute bestehen. Und damit fange ich auch an und lese den ersten Teil aus meinem Buch vor. Und in all der Nervosität habe ich eben vergessen zu sagen, dass meine Lesung oder auch der Mix aus Vortrag und Lesung hier etwa so 45 Minuten dauert und ich danach mit euch in einen Austausch via der Kommentarfunktion gehen möchte. Das heißt, sammelt gerne Fragen, schreibt die in die Kommentare, lasst uns da gemeinsam nachher drüber sprechen. Schon früh hatte ich das Gefühl, dass ich anders war als die anderen Kinder in meinem Alter. Mit Gedanken über den Sinn des Lebens, der Neigung, mich selbst zu verletzen und dem Wunsch, unheilbar krank oder gar tot zu sein, fühlte ich mich mit meinen damals 7 Jahren unnormal. Dass ich unter einer anerkannten Krankheit litt, das wurde mir erst sehr viel später bewusst. Ich las als Jugendliche sehr viel mit dem Ziel, ein Buch zu finden, das zu meinem Leben passt. In der Stadtbibliothek gab es eine Abteilung mit autobiografischen Büchern, in denen die Menschen von ihren Erfahrungen mit Sucht, sexuellem Missbrauch, Gewalt und Entführungen erzählten. Ich hoffte, mich in einer der Erzählungen wiederzuerkennen, wollte wissen, dass ich mit meinen negativen Gedanken und Gefühlen nicht alleine bin. Doch keines der Bücher passte zu meiner persönlichen Geschichte. Daher versuchte ich es mit Ratgebern über diverse Erkrankungen. Und auch wenn die darin aufgezählten Symptome wie Todessehnsucht, Selbsthass, Verzweiflung und selbstverletzendes Verhalten durchaus zu meinen Empfindungen passten,
Die aufgeführten Ursachen für die Erkrankung waren bei mir nicht gegeben. Weder wurde ich sexuell missbraucht noch vergewaltigt. Ich wurde nicht entführt, wuchs nicht in einem Kriegsgebiet auf und musste keinen Hunger oder Durst leiden. Im Gegenteil. Ich besaß eigene Kleidung und Spielsachen. Ich war körperlich gesund und hatte Eltern, die mit meinen Geschwistern und mir jedes Jahr in den Urlaub fuhren. Warum? Grübelte ich also über den Sinn des Lebens und wünschte mir, unheilbar krank zu sein. Aus welchem Grund weinte ich mich nachts in den Schlaf und sehnte mich nach dem Tod? Weshalb spürte ich eine Erleichterung, wenn ich mir Wunden blutig kratzte oder mir die Knochen grün und blau schlug? Wovon fühlte ich mich überfordert? Was fehlte mir im Leben? Warum nur fühlte ich mich so falsch und fremd auf dieser Welt? Wonach hatte ich Sehnsucht? Und weshalb schluckte ich mit 12 Jahren Schlaftabletten? Ich hatte doch alles. Die Zeit verging und ich verletzte mich als Kind und Jugendliche weiter. Das in dem Sinne, dass ich dies gut als Unfall tarnen konnte. Nach dem Motto, ich habe mich aus Versehen an der Herdplatte verbrannt oder ich bin aus Versehen hingefallen. Auch die suizidalen Gedanken blieben. Und ich war etwa 15 Jahre alt, als ich auf der Beerdigung einer jungen Frau war, die aus unserer damaligen Kirchengemeinde Suizid begangen hatte, mit 18 Jahren. Und wie wir da so am Grab standen bei der Beisetzung und ich die Eltern der jungen Frau so bitterlich weinen hörte, habe ich mich gefragt, okay, wer würde um mich so weinen? Was würde passieren, wenn ich sterben würde, noch als Kind oder Jugendliche? Und in dem Moment kam mir meine Oma in den Sinn. Eine Person in meinem Leben, bei der ich mich wohl geboren und zu Hause gefühlt habe. Und ihr gab ich an dem Tag so insgeheim das Versprechen, dass solange sie lebt, solange werde ich mir nichts antun. Und das half mir dann auch in den kommenden Jahren mit den suizidalen Gedanken umzugehen. Dennoch blieben die Gedanken, es blieb die Depressivität und es blieb auch das selbstverletzende Verhalten, was sich mit 18 Jahren etwa in der Hinsicht änderte, dass ich mich schnitt, das sogenannte Ritzen. Doch Depression bedeutet nicht, dass ich laufend schlechte Laune habe. Depression bedeutet für mich, von einem auf den anderen Moment keine Kraft mehr zu haben, alles in Frage zu stellen, in Kopfchaos zu versinken, in Gefühlsleere zu verharren, Träume nicht mehr zu sehen, Hoffnung nicht mehr zu spüren, in mir allein und fremd zu sein, Beziehungen anzuzweifeln, nicht zu wissen, was ich will, wofür ich leben möchte, wie ich leben möchte und warum ich leben möchte. Ich war etwa 19 Jahre alt, als meine Hausärztin damals die Narben an meinen Unterarmen entdeckte und mir ganz klar ins Gesicht sagte, so, ey Mädel, da kommst du nicht allein raus, das ist eine Erkrankung, du brauchst Hilfe, hier hast du eine Überweisung zur Psychiaterin. Und von dieser erhielt ich die Überweisung zum Psychotherapeuten und begann damals meine erste Verhaltenstherapie. Und dennoch war damals wie auch heute immer so die Frage, warum hat nicht früher jemand was bemerkt? Warum hat nicht früher jemand gesehen, dass ich litt, dass es mir alles andere als gut ging? Man sieht das hier gerade so schlecht, aber ich habe mein Buch und blättere die Seite auf. Depressionen lassen sich bei Kindern und Jugendlichen viel schwerer feststellen als bei Erwachsenen. Zwar gelten dieselben Diagnosekriterien wie für Erwachsene, doch zeigen sich die Symptome bei Kindern und Jugendlichen in einer anderen Ausprägung. Kleinere Kinder haben aufgrund ihres Wortschatzes oft nicht die Möglichkeit, ihre Gefühle klar zu benennen. Bei Jugendlichen besteht die Herausforderung darin, zwischen pubertären Symptomen und denen einer Depression zu unterscheiden. Nicht jedes Betragen ist gleich kritisch zu betrachten oder zu pathologisieren.
Nicht jedes Verhalten bei niedergeschlagenen oder bedrückten Jugendlichen deutet zwangsläufig auf eine Depression hin. Manche Verhaltensweisen sind in schwächerer Ausprägung lediglich Charaktereigenschaften. Bei Jugendlichen gehören einige Symptome, die auch typisch für eine Depression sein können, zu einer völlig normalen Entwicklung während der Pubertät. Doch auch wenn es nur Charaktereigenschaften sind oder der Teenager scheinbar eine schlechte Phase hat, so sind Symptome, die auf eine Depression hindeuten, immer ernst zu nehmen und zu hinterfragen. Aus Scham und Angst vor Stigmatisierung werden Alarmsignale oft nicht ernsthaft wahrgenommen, sodass Eltern die Verhaltensweisen herunterspielen oder jugendliche Betroffene erst spät Hilfe suchen. Bei Kindern sind die Symptome einer Depression oft nur durch Verhalten erkennbar. So haben kindliche Betroffene vermehrt Wutausbrüche, sind weinerlich oder besonders anhänglich. Oft wird über Bauch- oder Kopfschmerzen geklagt. Je älter die Kinder werden, desto mehr verändert sich die Symptomatik in Bezug auf das Denken und die eigene Bewertung. Diese Erfahrung, dass sich die Symptomatik der Depression verändert, machte ich auch. Wie gesagt, ich war so mit etwa 19 Jahren das erste Mal in einer Verhaltenstherapie und ich machte zu der Zeit eine Ausbildung bzw. beendete diese zur Bürokauffrau und ich wechselte auf eine Schule, bei der ich mein Abi nachholen wollte. Und ich war zu der Zeit schwer depressiv, doch weniger in der Symptomatik der Antriebslosigkeit, sondern vielmehr in den Gedanken der Selbstabwertung und Suizidalität. Ich war während der Zeit meiner Ausbildung, also auch der Zeit, wo ich in der Schule war, nicht einmal krankgeschrieben wegen psychischer Beschwerden. Ich konnte es damals recht gut kaschieren sozusagen. Zugleich brach ich die Schule ab aus gesundheitlichen Gründen, hatte damit nur das Fachabi in der Tasche und zog ein paar Jahre später nach Berlin, um hier mein Studium der sozialen Arbeit zu beginnen. Und auch hier war ich weiterhin schwer mit der Depression konfrontiert, wenn auch weniger mit der Suizidalität. Die war in den Hintergrund gerückt. Dafür zeigte sich jetzt viel mehr die Antriebslosigkeit. Und so verpasste ich Seminare oder sagte diese teilweise nicht mal mehr ab. Ende des vierten Semesters war ich aufgrund von Panikattacken so stark eingeschränkt, dass ich für etwa 5 Wochen die Wohnung nicht verließ, beziehungsweise nur vereinzelt zu einzelnen Terminen oder in Begleitung rausging. Dadurch rutschte ich erneut in eine Depression und merkte, okay, hier muss jetzt irgendwie was Krasses passieren. Das ambulante Unterstützungssystem hilft mir nicht weiter. Ich muss dazu sagen, dass ich damals auch keine therapeutische Unterstützung mehr hatte, sondern nur meine Hausärztin. Und ich habe in dem Moment die Reißleine gezogen, ich habe mich selbst eingewiesen. Das war dann auch der Moment, der meinen Lebenslauf auf dem Papier etwas ins Zerfleddern brachte, da ich mich auch vom Studium exmatrikulierte. Für meine Genesung war das jedoch ein enorm wichtiger Schritt. Die darauffolgenden etwa 7 Jahre war ich entweder arbeitslos oder arbeitsunfähig. Zwischendurch habe ich mal in einem Callcenter gejobbt. Ich war mehrmals in einer psychiatrischen Tagesklinik und einmal auch zur medizinischen Reha. Parallel dazu besuchte ich zumindest seit 2012 regelmäßig meinen Psychiater und nutzte später auch eine tiefenpsychologisch fundierte ambulante Psychotherapie. Das tiefenpsychologisch fundierte Verfahren ist auch nach wie vor das Verfahren, was mir am meisten half, beziehungsweise auch jetzt nochmal mich sehr unterstützt. Im Nachhinein denke ich jedoch so, nach all der Therapieerfahrung und nach all den Krisen und all den Klinikaufenthalten, denke ich so, dass ich vieles von dem, was ich jetzt weiß, gerne viel früher gewusst hätte. Und damit meine ich nicht mal unbedingt die individuellen Therapieerkenntnisse, sondern vieles an fachlichen, grundlegenden Informationen.
Zum Beispiel, dass ich ein Mitspracherecht habe, welches Therapieverfahren bei mir angewandt wird. Und ich hätte gern früher gewusst, beziehungsweise wäre gerne darüber aufgeklärt worden, was die Unterschiede zwischen den einzelnen Therapieverfahren eigentlich sind. Und auch, was die Unterschiede zwischen den eigentlich doch gleich klingenden Berufsbezeichnungen wie Psychologe, PsychotherapeutIn, PsychiaterIn oder auch Heilpraktiker für Psychotherapie sind. Ich hätte gerne früher mehr Infos zu Psychopharmaka und deren Wirkweise gewusst, ohne dass sie mir einfach so verschrieben werden. Und ich hätte gern früher gewusst, was es für Möglichkeiten gibt hinsichtlich psychiatrischer Kliniken, psychosomatischen Reha-Einrichtungen, Krisendiensten, Krisenpensionen und Selbsthilfegruppen. Alles sind Informationen, die ich in meinem Buch zusammengetragen habe. Und wenn du dich mal gefragt hast, warum die Psychoanalyse und Freud immer mit der roten Couch in Verbindung gebracht werden, dann findest du auch darauf eine Antwort in diesem Buch. Zudem habe ich drei Fachpersonen interviewt. Mein Psychiater Gerhard Peters hat zum einen das Vorwort geschrieben und zum anderen hat er mir Fragen zu Antidepressiva beantwortet. Zudem hat er das Buch auch auf fachliche Richtigkeit Korrektur hingelesen. Des Weiteren sprach ich mit Frau Dr. Haut. Sie ist Klinikdirektorin hier in einem größeren Berliner Krankenhaus und sie ist Past Präsidentin der DGPPN. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Mit ihr sprach ich über die genetischen Ursachen von Depressionen. Und weil Haustiere eine ziemlich große Rolle in meinem Leben spielen, zumindest seit einigen Jahren, haben sie nicht nur ein eigenes Kapitel in dem Buch bekommen, sondern ich sprach auch mit einer Heilpraktikerin für Psychotherapie, die auch tiergestützte Therapie anbietet. Jessica Exner heißt sie. Und zudem habe ich auch in meinem Buch beschrieben, was mir aus der Depression half. Ich schreibe über das Schreiben an und für sich, welches ein therapeutisches Werkzeug für mich wurde. Ich schreibe über meine Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen, denen ich anfangs ziemlich skeptisch gegenüberstand. Und ich schreibe auch über Achtsamkeits- und Imaginationsübungen und wie ich inzwischen dabei bin, auch schwierige Gefühle recht gut zu akzeptieren. Doch das Wichtigste, über was ich in meinem Buch schreibe und was ich auf jeden Fall schon gerne als Kind oder spätestens als Jugendliche gewusst hätte, ist, dass es voll okay ist, so intensiv zu fühlen. Und dass ich nicht anders, komisch oder verrückt bin, sondern schlichtweg unter einer anerkannten Erkrankung leide. Doch all das fehlte. Anstelle dessen hagelte es oftmals Ratschläge, dass ich mehr rausgehen an die frische Luft sollte oder dass ich mich gesünder ernähren sollte oder dass ich mich einfach mal zusammenreißen sollte. Das sind so Ratschläge, die wahrscheinlich viele von euch hier auch kennen. Natürlich kam auch der Ratschlag, dass ich einfach mal positiver denken müsste. Und das ist ein Satz, den ich umgedreht habe und darin dann eine Unterstützung für mich gefunden habe. In der Aussage, denk doch mal nicht positiv. Welcher Betroffene kennt das nicht? Da erzählst du jemandem, dass du unter einer Depression leidest und schon weiß jeder Zweite, was dir hilft und was du machen solltest, um dich besser zu fühlen. Mehr an die frische Luft gehen, öfter mit anderen Menschen etwas unternehmen und natürlich positiver denken. Vor allem der Ratschlag zum Thema positives Denken wird immer wieder gerne genutzt. Ein klassisches Beispiel für so eine Denk-doch-mal-positiv-Situation. Mir geht's heute nicht so gut. Aber hey, die Sonne scheint, gehe ich also an die frische Luft spazieren. Vielleicht mit der Freundin noch einen Kaffee trinken und ein wenig durch die Stadt bummeln. Da müsste meine Laune ja automatisch steigen und meine Zweifel verschwinden bestimmt. Am Abend treffe ich zu Hause meinen Freund und meine Tiere, doch fühle ich nicht wie sonst Liebe und Freude in mir, sondern nichts. Leere. Aber hey, die Sonne schien heute, ich war unterwegs. Denke ich also, dass es doch ein schöner Tag war und dass ich immerhin eine Wohnung, ein warmes Bett und zu essen habe. Das ist doch alles toll. Am Abend liege ich trotzdem schlaflos im Bett. Kaputt, matt, kraftlos.
So mein Empfinden. Aber hey, morgen soll das Wetter wieder schön werden. Sehe ich es doch einfach mal positiv. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ein Stück weit auch von mir selbst. Ich muss positiv denken. Während ich eher negative bzw. keine Gefühle habe, versuche ich mit positivem Denken entgegenzusteuern. Ich kämpfe gegen mich selber. Ich denke, ich darf keine schwierigen Gefühle haben. Ich muss dankbar für mein gutes Leben sein. Mir fällt ein, wie oft in diesem Zusammenhang die armen Kinder aus Afrika als Argument missbraucht werden. Infolgedessen fühle ich mich schuldig, undankbar und vor allem schlecht. Denn obwohl es mir objektiv gesehen gut geht, fühle ich mich nicht gut. Gesunde Menschen verurteilen andere Betroffene aufgrund solcher Situationen sehr oft, weil sie nicht sehen können, wie es tatsächlich in der Seele eines Depressiven aussieht. Kaum jemand fragt, wie es in mir drin aussieht, wenn ich mich in einer akuten Krise befinde. Wenn es keinen sichtbaren Grund für die schlechte Stimmung gibt, darf es sie nicht geben. Also verstecke ich mich und meine depressiven Gefühle und Gedanken und lächle nach außen, während ich innerlich zerbreche. Ich reiße mich zusammen und genau das fördert meine Depression. Ich verstelle mich und kämpfe gegen mich selbst. Aber hey, sieh mal, die Sonne scheint. Die Nebenwirkungen des positiven Denkens entstehen, wenn andere und damit einhergehend wir selbst uns unter Druck setzen. Wenn andere und wir selbst uns verbieten, die wahren Gefühle zu äußern. Im Worst-Case-Fall kann das zum Suizid führen. Und dann ist das Warum groß. Wieso hat er oder sie denn nicht gesagt, wie schlecht es ihm bzw. ihr tatsächlich ging? Ein weiteres Thema, was immer wieder in der ambulanten Psychotherapie als auch in den Tageskliniken angesprochen wurde, war das Thema Job und Beruf. Wie gesagt, ich hatte mich vom Studium der sozialen Arbeit exmatrikulieren lassen. Auch die Ausbildung zur Bürokauffrau war nichts, was mich jetzt in die Luft springen ließ. Und ich dachte lange Zeit, dass ich auch für den sozialen Bereich nicht geschaffen sei. Abgrenzung ist hier ein großes Stichwort. Und über meine Erfahrungen mit den Selbsthilfegruppen als auch verschiedene Ehrenämter im psychosozialen Bereich habe ich erkannt, dass ich doch dahin zurück möchte. Ich möchte wieder im sozialen Bereich arbeiten und das so, dass ich mich nicht verstecken muss, dass ich meine Krankheit nicht verstecken muss und dass ich auch direkt mit anderen psychisch erkrankten Menschen arbeiten möchte. Dass ich das Ziel hatte, war super. Doch die Umsetzung dessen, das stellte mich vor neue Herausforderungen. Denn psychisch Erkrankte sollten nicht im sozialen Berufen arbeiten. Wer mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen hat, sollte nicht mit psychisch kranken Menschen arbeiten. Für die Gesundheit psychisch Erkrankter ist es besser, wenn sie in einem Büro arbeiten. Psychisch Kranke haben in sozialen Berufen nichts zu suchen. Das ist verantwortungslos und unprofessionell. Solche und andere Aussagen bekomme ich häufig zu hören. Von ärztlichen Gutachtern, Mitarbeitern des Arbeitsamtes und der Rentenversicherung. Von Ärzten und Therapeuten in psychiatrischen Einrichtungen, von Freunden und Familienmitgliedern und sogar von Betroffenen psychischer Erkrankungen. Meistens hörte ich solche Behauptungen von Personen, die mich nicht genauer kannten. Aber auch von solchen, die die pauschale Meinung vertraten, dass psychisch Erkrankte viel zu labil seien, um im sozialen Bereich zu arbeiten. Die richtige Alternative zu einem sozialen Beruf lag für mein Umfeld klar auf der Hand. Ich solle eine Umschulung zur Steuerfachfrau oder Blumenhändlerin machen. Dadurch hätte ich es vorwiegend mit gesunden Menschen zu tun, was sich gut auf meine Erkrankung und meine Genesungserhaltung auswirken würde. Dieser pauschale Lösungsansatz überzeugte mich glücklicherweise keineswegs und ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass solche Ansichten nicht zwingend stimmen. Aus meinen eigenen Erfahrungen wusste ich, dass mir die Arbeit mit psychisch kranken Menschen gut tut und mich sogar stärkt. Andererseits hatte ich erlebt, dass mich ein Job in einem nicht-sozialen Bereich nicht vor einer depressiven Krise bewahrt. Mittlerweile arbeite ich als Ex-In-Genesungsbegleiterin. Ex-In steht für Experience, Involvement und ist eine Fortbildung, die sich
gezielt an Menschen mit einer psychischen Erkrankung richtet. Auch darüber habe ich im Buch etwas detaillierter geschrieben. Zudem habe ich eine Fortbildung zur Resilienztrainerin gemacht. Resilienz ist unsere psychische Widerstandsfähigkeit, unser Immunsystem der Seele, was wir trainieren können. Und Anfang des Jahres beendete ich meine Fortbildung zur Mental Health First Aider, Ersthelferin für psychische Gesundheit. Und mit dem Projekt Seelische Erste Hilfe leisten gebe ich Workshops, Erste-Hilfe-Kurse für die Psyche. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ich in meinem Arbeitsumfeld oder wir alle im sozialen Bereich oder auch wenn wir mit anderen psychisch erkrankten Menschen arbeiten und selber vorbelastet sind, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Abgrenzung ist nach wie vor ein Thema. Und ich finde, ein wesentlicher Unterschied bei mir zumindest zwischen früher und heute ist der Umstand, dass ich mittlerweile Hilfe annehmen kann. Ich merke inzwischen, wenn es mir schlechter geht, wenn die Alarmglocken klingen und wenn ich weiß, okay, ich muss Hilfe annehmen. Abgrenzung ist nicht nur für uns Betroffene ein wichtiges Wort oder ein wichtiger Umstand, sondern auch für Angehörige. Denn eine Erkrankung macht uns alle hilflos. Egal, ob man selbst krank ist oder jemand, den man liebt. Das ist ein Zitat aus der Serie Club der Roten Bänder. Wenn wir mit Menschen zu tun haben oder wenn wir auch Menschen treffen, die mit einer Grippe zu Hause sind oder Magenschmerzen haben, dann wissen wir oftmals, was zu tun ist. Wir kochen Tee, reichen Zwiebeln, lassen Erkältungsbad ein. Wir wissen, was zu tun ist, wenn Menschen körperlich erkrankt sind. Doch wenn die Psyche leidet, dann sind wir hilflos. Und so war es mir wichtig, in meinem Buch auch hier und da Hilfestellungen für Angehörige zu geben. Was darf man anderen Menschen mit Depressionen sagen? Wichtig war mir auch, wie können Angehörige ihre eigenen Grenzen bewahren, auf sich selbst achten, Selbstfürsorge betreiben. Ein weiterer Umstand im Kontext mit Angehörigen ist auch das Thema des Verstehens. Ich drehe gerade mal die Seite auf. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass du mich nicht verstehen musst. Von vielen Erkrankten höre ich oft, dass sie sich unverstanden fühlen. Und natürlich kenne ich dieses Gefühl auch von mir selbst. Ich kam mir so anders vor als mein Umfeld. Meine Erkrankung grenzte mich aus und dabei wollte ich doch nur dazugehören. Von meinen Mitmenschen wünschte ich mir Verständnis, während ich mich selbst nicht verstand. Ich verstehe sie einfach nicht. Sie ist irgendwie nicht greifbar, höre ich oft von den Angehörigen. Obwohl sie verstehen wollen, können sie es nicht. Und sowohl bei den Angehörigen als auch bei den Betroffenen spüre ich eine Form der Verzweiflung, weil sie einander nicht begreifen. Die Erkrankung und deren Symptome trennen sie voneinander. Als seien sie kilometerweit entfernt, sprechen verschiedene Sprachen. Sie sehen einander, finden jedoch keinen Zugang, keine Berührung, kein Miteinander. Als ob der Betroffene sich unter einer Käseglocke befinden würde. Ich bin überzeugt davon, dass jemand, der eine Depression, Panikattacke oder eine emotionale Achterbahnfahrt noch nie erlebt hat, die Gefühle, die dabei entstehen, auch nicht verstehen, geschweige denn nachempfinden kann. Dies ist einfach so. Genau wie ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, taub oder blind zu sein. Ist es nicht eine Illusion zu glauben, eine Erkrankung verstehen zu können, die man selbst nicht erlebt hat? Muss ich zwangsweise etwas verstehen, um dafür Verständnis zeigen zu können? Was sich ziemlich jeder erkrankte Mensch wünscht, das ist Akzeptanz und Mitgefühl für sein aktuelles Empfinden. Wir wünschen uns, dass uns jemand zuhört, Vertrauen schenkt, gemeinsam mit uns schweigt, dass man uns aktiv hilft. Zum Beispiel beim Haushalt oder bei der Therapeutensuche. Oder dass man uns einfach mal bedingungslos in den Arm nimmt. So eine vorbehaltlose Annahme spürt man vor allem bei Tieren. Auch wenn sie uns Menschen nicht verstehen können,
So tun sie uns gut, indem sie einfach da sind, ohne etwas zu fordern. Mein Partner kann meine Depression und die Panikattacken nicht verstehen oder nachempfinden. Sie sind für ihn somatisch nicht logisch. Für ihn ist es nicht offensichtlich, was da gerade in mir passiert. Dennoch kann er unterstützend und liebevoll für mich da sein. Im Gegenzug kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man es toll und spannend finden kann, 22 Männern beim Ballspielen zuzuschauen. Und noch komischer finde ich es, wenn man dann schlechte Laune hat, weil die eigene Mannschaft verloren hat. Trotzdem kann ich die Gefühle meines Partners akzeptieren und respektieren. Man kann Verständnis für die Situation und die Depression aufbringen, ohne dabei das Gefühl, das der Betroffene hat, zu verstehen. Und ich kann Mitgefühl mit der Situation des Betroffenen haben, ohne selbst genauso wie er zu fühlen. Insofern kann ich auch Verständnis aufbringen, ohne mein Gegenüber konkret zu verstehen. Ein weiterer wichtiger Punkt, eine weitere Thematik, mit der Angehörige oft konfrontiert sind und die mir auch wichtig war, in dem Buch mit reinzunehmen, ist das Thema Suizidalität. Wie können wir damit umgehen? Welche Vorurteile bestehen? Wie kann ich Menschen, die in einer suizidalen Krise sind, ansprechen und unterstützen? In den Medien wird das Thema oft erst angesprochen, wenn es zu spät ist. Wenn sich jemand, meist eine prominente Person, das Leben genommen hat. Doch um präventiv wirken zu können, ist es wichtig, dass wir auch über bewältigte suizidale Krisen sprechen. Die öffentliche Darstellung einer bewältigten suizidalen Krise senke die Zahl der Suizide, fanden Forscher der Medizinischen Universität Wien heraus und benannten diesen Umstand den Papageno-Effekt. Menschen, die schwere, gar suizidale Krisen nachhaltig überwunden haben und offen darüber berichten, können anderen Betroffenen in Krisen Mut und Hoffnung schenken. Vor allem Kraft, Kraft zum Weiterleben und Kraft, um sich Hilfe zu suchen. Ich erlebte so etwas selbst mit ca. 18 Jahren, als mich ein Jugendlicher mit ähnlicher Krisenerfahrung von meinen Suizidgedanken erbrachte. Der authentische Austausch auf Augenhöhe ermutigte mich, mir professionelle Hilfe zu suchen. Inzwischen ist es umgekehrt. Schon öfter durfte ich erfahren, dass Menschen sich aufgrund meiner dargestellten Erfahrungen ermutigt sahen, um therapeutische Hilfe zu bitten oder in akuten Fällen einen Krisendienst aufzusuchen. Dass Menschen ihre suizidalen Krisen überwunden haben, das sind die wahren Erfolgsgeschichten, welche mit fetten Überschriften auf der Titelseite von Zeitungen stehen müssten. Solange wir schweigen, fördern wir Suizide. In vielen Fällen müsste es heißen, solange ich zum Schweigen getrieben werde, fördert man meine Suizidgedanken. Suizidprävention fängt nicht bei suizidalen Gedanken an, sondern bei der Erkrankung an sich. In den meisten Fällen stecken Depressionen hinter einem Suizid, das stigmatisierte Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es ist überhaupt nicht verwerflich, wenn Außenstehende mich in meiner depressiven Krise nicht verstehen. Das können sie nicht und es ist völlig okay. Gefährlich wird es, wenn Abwertung und kränkende Aussagen hinzukommen, die mich dazu nötigen, meine Gefühle zu rechtfertigen. Wenn ich dann auch noch merke, dass mein Gegenüber überhaupt nicht auf mich eingehen möchte, dann mache ich die Tür zu meinem Inneren immer mehr zu. Ich schweige. Dann schweige ich über meine Gefühle oder aber ich lüge und gebe vor, alles sei super. Ich spiele die Rolle der halbwegs glücklichen Person und setze eine Maske auf, die mein tiefstes, schwarzes Inneres verdeckt. Es kommt zum Spagat zwischen dem, was ich fühle und dem, was ich nach außen hin vorgebe zu fühlen. Und dadurch baut sich langsam, aber stetig ein immenser Druck in mir auf, verursacht durch Gefühle und Gedanken, über die ich mit kaum jemandem reden kann. Irgendwann wird das alles zu viel. Der Spagat funktioniert nicht mehr. Er ist nicht mehr aushaltbar. Suizidgedanken, welcome back. Und beim nächsten Suizid, der in den Medien steht, fragen sich wieder alle, warum? Aber verdammt nochmal, die Frage nach dem Warum hätte viel früher gestellt werden müssen. Warum fühlst du dich schlecht? Warum bist du jetzt so still? Wenn Betroffene nicht mehr antworten können, dann weiß man, dass das Warum viel zu spät kommt. Was fehlt, das sind die unmittelbaren Menschen,
die ohne Bewertung einfach nur zuhören, akzeptieren und Verständnis zeigen. Denn genau da fängt Suizidprävention an. Umso schöner ist es, dass ihr gerade hier seid, dass wir dank des Internets diesen Abend ein Stück weit gemeinsam miteinander verbringen können, dass wir darüber sprechen können, dass es immer mehr Aufklärungsprojekte gibt oder Menschen, die eben darüber sprechen. Denn ich bin überzeugt davon, dass nur wenn wir darüber reden, rechtzeitig darüber reden, können wir Leben retten. Und bevor wir jetzt gleich in den Austausch gehen, vielleicht habt ihr Fragen oder Erfahrungen, die ihr hier via der Kommentarfunktion teilen wollt. Bevor es dazu kommt, möchte ich gerne noch eine abschließende Erkenntnis bzw. einen Gedanken mit euch teilen. Ich fühle, also bin ich. Du bist aber auch empfindlich. Na, hast du mal wieder einen Weltschmerz? Nun sei doch nicht so sensibel. Diese Aussagen kommen vermutlich vielen bekannt vor. Auch ich wurde öfter genervt gefragt, warum ich denn schon wieder heule. Dazu bekam ich den ultimativen Tipp, statt zu weinen, doch einfach mal pudern zu gehen. Ich solle mir ein dickeres Fell wachsen lassen, um dadurch langfristig besser mit meinen Problemen umgehen zu können. Als fester Glaubenssatz verankerte sich in mir die Überzeugung, dass ich falsch bin. Ich und meine Gefühle, meine Empfindungen, meine Tränen. Ich bin in mir nicht richtig. Nur warum, das habe ich nicht verstanden. Und wie ich das ändern sollte, wusste ich noch weniger. Wie in den Kapiteln zuvor beschrieben, lernte ich in meiner Therapie, dass es keine falschen Gefühle gibt. Jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung, seinen Grund und darf im Leben eines jeden Menschen seinen Platz haben. Auch in meinem und auch in deinem. Wir alle sind mit unseren Empfindungen richtig. Soweit die Theorie. Als mir mal wieder jemand unterstellte, dass ich extrem überempfindlich reagiere, änderte nicht nur eine kumpelhafte Beziehung, leider schlitterte ich das auch wieder in Richtung einer depressiven Krise. Es ging los mit einem Gedankengefühlswirrwarr. Ich stellte mich, mein Verhalten und meine Empfindungen in Frage. Warum war ich schuld am Ende dieser Freundschaft? Was hatte ich schon wieder falsch gemacht? Dabei geht es gar nicht um richtig oder falsch. Gefühle kann man nicht in richtig oder falsch einordnen. Es geht um Verantwortung. Wenn ich mit mir und meinen Gefühlen selbst achtsam und selbstversorglich umgehe, übernehme ich die Verantwortung für mich. Das bedeutet auch, dass ich Grenzen setze und sage, wenn mich etwas stört. Ich kann nicht erwarten, dass jeder auf mich Rücksicht nimmt, wenn ich mich selbst hart und erniedrigend behandle. Das ist Verantwortungsübernahme. Ich kümmere mich um mich und meine Gefühle, anstatt andere dafür verantwortlich zu machen. Das bedeutet, dass ich akzeptiere, dass ich so empfinde, wie ich es nun mal tue. Ich akzeptiere meine Gefühle, die damit verbundene Sensibilität und die daraus bestehende Anfälligkeit für depressive Krisen. Meine Sensibilität ist letzten Endes ein Segen. Mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin, ist ein langer Weg gewesen, auf dem ich noch immer gehe. Aber immerhin gehe ich inzwischen auf diesen, während ich anfangs nur stolperte. Es gibt viele Momente, in denen mir meine emotionale Ader oder Sensibilität ziemlich unangenehm sind. Sei es bei der Hochzeit einer sehr nahestehenden Freundin, bei der mir dauernd die Tränen liefen. Oder bei einer Therapiestunde, die gekennzeichnet ist von Weinkrämpfen. Nicht alle können mit offen gezeigten Gefühlen umgehen und mir selbst war es in den Momenten auch unangenehm. Doch mittlerweile versuche ich, die Reaktion meiner Mitmenschen auf meine Gefühle nicht mehr zu meinem Problem zu machen. Es zählt, wie ich damit umgehe. Meine Gefühle sind genauso richtig, wie auch ich es bin. Wenn ich mir ein dickeres Fell zulege, dann würde das für mich eine Flucht von mir selbst bedeuten. Wenn ich pullern gehe, anstatt meinen Tränen freien Lauf zu lassen, dann ist das Verdrängung. Mittlerweile mag ich meine Sensibilität mehr, als dass sie mich stört. Was wohl auch daran liegt, dass ich mich und mein Leben inzwischen ebenfalls ganz gerne mag. Genau wie meine Krisenerfahrung durchaus eine Zusatzqualifikation in der Zusammenarbeit mit anderen erkrankten Menschen ist,
ist auch meine Sensibilität eine Eigenschaft, die ich brauche. Nicht nur in der Zusammenarbeit mit kranken Menschen, sondern in der Arbeit mit Menschen im Allgemeinen, im Leben und mit uns selbst. Die Gefühle, egal wie stark und intensiv sie sind, gehören zu uns Menschen. Sie machen uns Menschen aus. Sie ermöglichen Menschlichkeit. Und das kann doch nicht falsch sein. Damit beende ich meine Vorstellung und Lesung aus meinem Buch Depression und Jetzt, Wegweiser einer Erfahrungsexpertin, was am 1.10. letzten Jahres im Stabstube Verlag erschienen ist. Wenn ihr das über den Verlag bestellt, dann erhaltet ihr das versandkostenfrei und auf Rechnung. Und wenn ihr das über mich und meine Webseite bestellt, dann schicke ich euch ein signiertes Exemplar zu. Ja, so viel dazu. Vielleicht habt ihr Fragen, Anregungen, Erfahrungen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren schreibt, dass wir so noch in einen Austausch kommen. Vielleicht wollt ihr was dazu sagen. Whatever. Dafür ist jetzt Raum und Zeit sozusagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch Erfahrungen von euch teilen würdet. Was half euch zum Beispiel in einer depressiven Krise? Was hilft euch aktuell? Was unterstützt euch? Habt ihr vielleicht auch Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen gemacht? Es gibt jetzt so einige Themen, die ich angeschnitten habe. Vielleicht seht ihr da Parallelen zu euch. Ja, nutzt dazu gerne die Kommentarfunktion. Und dann schauen wir mal. Wenn ihr nichts habt oder nichts fragen wollt oder euch jetzt vielleicht auch in den Kommentaren nichts zeigen wollt, ist es auch völlig in Ordnung. Dann würde ich den Stream jetzt auch beenden. Vielleicht gibt es aber irgendwas noch, vielleicht auch zu einem Thema, wo ihr sagt, da würdet ihr jetzt gerne mehr zu wissen. Ja. Kann ansonsten, also mit dem Zeigen wird es jetzt wahrscheinlich schwierig, aber nochmal sagen, dass in dem Buch viele, habe ich vorhin auch gesagt, ne, viele grundlegende fachliche Informationen zusammengetragen sind, die ich eben in einen persönlichen Kontext gesetzt habe. Und ich finde, dass es gut für Menschen ist, die frisch mit einer Depression konfrontiert sind. Das ist aber auch was ist für welche, die schon, keine Ahnung, seit ganz vielen Jahren mit der Erkrankung auseinandergesetzt haben und vielleicht mal eine neue Perspektive, andere Erfahrungsberichte lesen mögen. Grundsätzlich ist es viel zu den Fakten, Symptomen, Therapieverfahren, den Unterschied von den gleichklingenden Berufsbezeichnungen auch, ne? Zu der Arbeit, die Ex-In-Fortbildung habe ich da genauer vorgestellt, ebenso auch wie die Rückkehr in den alten Beruf mittels, dem Hamburger Modell zum Beispiel, Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Oder eben auch eben der Part zum Thema Suizidalität als auch Angehörige. Ja, das war es grob Rundumblick. Und die drei Fachinterviews sind dran. Monika hat geschrieben, vielen Dank für den Einblick in Ihre Erfahrungen. Sinne das Münchner Bündnis gegen Depressionen. Danke für die Teilnahme an der Woche der seelischen Gesundheit. Danke, Monika. Ja, Woche der seelischen Gesundheit, das ist der Rahmen, in dem die Lesung ja auch gerade stattfindet. Ne? Die Woche der seelischen Gesundheit findet dieses Jahr, glaube ich, zum 14. Mal schon statt. Und ihr findet bundesweit ganz viele Angebote, Veranstaltungen, Lesungen, Workshops, ganz bunt gemischt, online wie offline. Und schaut da gerne mal vorbei, es gibt noch ganz tolle Veranstaltungen zu.
Brigitte schreibt, vielen Dank für dein Buch. Es hat mir sehr geholfen, mir Hilfe zu holen. Dankeschön. Das freut mich sehr. Es ist sowieso ein enormes, kann ich Kompliment sagen? Ich weiß gerade nicht, ob das das richtige Wort ist, aber für mich auf jeden Fall ein total tolles Feedback, wenn ich mit meiner Schreiberei, sei es jetzt in dem Buch oder jetzt auch auf meinem Blog oder via Social Media, Menschen ermutigen kann, Hilfe anzunehmen. Denn das ist das Wichtigste, was ich gerne mitgeben möchte, neben ganz vielen wichtigen Dingen, aber dass wir alle Hilfe annehmen dürfen, dass wir nicht warten müssen, bis wir vollends auf dem Boden liegen, sondern rechtzeitig, wenn wir merken, wir strugglen in unserem Leben, wir kommen mit irgendwas nicht klar, dann dürfen wir Hilfe annehmen. Und dafür sind die Leute auch da. Vielleicht kennt ihr das auch so von euch, dass ihr denkt so, ich will jetzt jemand anderem keinen Therapieplatz wegnehmen oder ich will den Arzt, die Ärztin oder den Therapeuten bzw. Therapeutin nicht zuquatschen oder belasten. Die sind genau dafür da, dass sie sich all das schwierige Zeugs anhören. Das ist deren Job und kenne aber auch die Herausforderung. Ich hatte auch mir so einige Jahre Gedanken um meinen Psychiater und meine Therapeutin gemacht, ob ich sie nicht überfordere. Und tun wir nicht. Und wenn, dann ist es eben die Verantwortung des jeweiligen Facharztes, Ärztin, Therapeutin, dafür sich zu sorgen. Ja. Wollt ihr so noch was wissen zum Buch oder zu einem Thema? Ansonsten, wer jetzt später erst eingeschaltet hat, am Montag gibt es auch noch mal eine Lesung, allerdings nicht via YouTube, sondern in einem geschützten Rahmen. Es ist nicht Zoom, sondern ein anderes Modell, was ich hier nach, wenn ich den Stream speichere, gerne noch mal in die Caption schreibe. Das ist ein geschützterer Raum. Da wäre es dann auch möglich, direkt mit der Kamera beizutreten und halt direkt in ein Gespräch zu gehen. Hier ist es ja doch recht einseitig. Ich rede die ganze Zeit und ihr habt hier eher nur die Möglichkeit der Kommentarfunktion. Also wer da in einen direkteren Austausch gehen möchte, ist herzlich eingeladen am Montag in Kooperation mit der KISS in Neppetal. Genau. So, aber hier und heute seid ihr hier und wenn ihr jetzt hier noch Fragen, Anregungen, Erfahrungen, wie auch immer habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ja, Anni hat jetzt gerade geschrieben, vielen Dank für deine Lesung. Sehr gerne. Ich hätte noch eine persönliche Frage, wenn du dazu noch was sagen magst. Wie geht es dir heute? Würdest du dich als geheilt sehen oder gibt es immer noch Tiefs? Super Frage. Eine sehr spannende Frage. Ich fange mal mit der Begrifflichkeit an, dass ich Heilung im Kontext psychischer Erkrankungen nicht benutze. Heilung bedeutet für mich, dass der Ursprung wiederhergestellt wurde. Wie wir es zum Beispiel bei einer Grippe haben. Ne? Die Viren sind raus und mein Körper ist wieder virenfrei. Oder dass der Ausgangszustand wiederhergestellt werden konnte. Das verstehe ich unter Heilung. Bei einer psychischen Erkrankung ist es ja oftmals so, dass sie multifaktorielle Ursachen hat. Und das ist auch in meinem Fall der Fall. In meinem Fall der Fall. Schöne Formulierung. Dass es eben eine gewisse Veranlagung gibt, vielleicht auch familiäre Vorbelastung und dann schwierige bzw. traumatische Erfahrungen dazu kamen, die Krankheit begünstigt haben. Die kann ich nicht auslöschen. Die sind da. Insofern bin ich der Meinung, kann ich auch nicht heilen. Auch weiß ich bei mir zum Beispiel nicht, was ein gesunder Ausgangszustand wäre, weil ich mich nicht daran erinnern kann, jemals eigentlich wirklich gesund gewesen zu sein. Ich fühle mich aber in vielen Bereichen genesen. Das finde ich, oder das ist zumindest das Wort, was ich nutze in dem Kontext. Bis Ende August hätte ich auch gesagt, hätte ich jetzt so, ja, ich bin seit
Anfang 2017 ziemlich stabil und genesen und hatte keine depressive Krise oder Panikattacke mehr. Und tatsächlich gab es aber Anfang September bei mir einen stärkeren Zusammenbruch, gefolgt mit der depressiven Krise. Mir geht es aktuell auch jetzt nicht so super. Habe vieles an Aktivitäten runtergefahren, weil mein Gleichgewicht aus dem Ruder lief und es mir einfach nicht gut ging. Auch meine Medikamente habe ich nochmal erhöht. Und ich werde jetzt auch eine medizinische Reha beantragen. Es ist zugleich krass war es schon, aber es ist nicht so lang anhaltend wie davor die depressiven Krisen. Das finde ich ist ein Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, was dass es mir vereinfacht, damit umzugehen. Dass ich inzwischen weiß, es war zwar ein Absturz, aber ich habe es geschafft, es anzusprechen und mir Hilfe zu nehmen. Also ich bin sowieso seit Anfang des Jahres nochmal in Therapie. Das kommt jetzt auch noch so dazu, dass du fragst ja auch so, gibt es immer noch Tiefs? Ne? Ich finde, Tiefs, also auch Krisen, gehören zum Leben dazu und die haben nicht per se einen Krankheitswert. Und bei mir gab es eben auch letztes Jahr so, machten sich ein paar Baustellen auf, wo ich dachte so, okay, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Und deswegen habe ich nochmal eine Psychotherapie angefangen. All das hatte für mich bis September zumindest jetzt nicht so einen starken Krankheitswert, weshalb ich gesagt habe, ja, ich bin stabil, mir geht's gut, ich war arbeitsfähig, alles. Es gab halt eben einfach diese Baustellen, die ich mir mit der Therapeutin angucke. Und ja, es gab halt Teilbereiche in mir und meinem Leben, wo ich sage, okay, das ist noch krank, aber trotzdem fühlte ich mich fit. Das war jetzt Anfang September, ist das leider ein bisschen zusammengebrochen. Aber ja, das so ist eine etwas längere Antwort auf deine Frage. Ich denke, dass wir das schon schaffen können, in vielen Bereichen zu genesen, dass wir zugleich aber eben auch mehr auf uns aufpassen müssen, dass wir eben ja, in der Hinsicht Risikogruppe sind und dass es dann eben auch, wenn zu viele Belastungen auf einen eintreffen, dass wir dann eben die Reißleine ziehen müssen, können, dürfen. Ich will nicht von müssen reden, wir dürfen, wenn wir uns Hilfe annehmen. Und ich finde auch, das würde ich gerne noch dazu sagen, zu denen, was so die letzten Jahre war, wo ich sage, so ja, da war ich stabil, habe meine Tabletten runtergefahren und kam auch mit schwierigen Erlebnissen klar, Todesfälle zum Beispiel. Da ging es mir schlecht. Also ist ja auch irgendwie normal. Es hat aber jedoch keinen Krankheitswert. Und der Game Changer sozusagen war oder ist für mich, dass ich das akzeptiere, dass ich auch schwierige oder unangenehme, vermeintlich negative Gefühle akzeptiere, dass ich mir zugestehe, dass ich traurig, wütend oder sonst was bin. Und mir hat es dann auch geholfen, rechtzeitig schottendicht zu machen und mich zu verkrümeln. Also so individuelle Selbsthilfestrategien angewandt. Und das hat mich davor bewahrt, eine tiefere Krise zu rutschen. Ja. Ist deine Frage damit so beantwortet? Oder habe ich was vergessen? Dann schreib das gerne. So, Anni schreibt nochmal, sehe ich auch so, mein Psychiater spricht immer von vollständiger Remission. Finde es sehr schwer zu sagen, wo der Charakter aufhört und die Krankheit anfängt. Vielen Dank für deine Einblicke. Danke dir. Danke auch für deine Offenheit. Ja, das, mit der Remission finde ich auch so schwierig. Beziehungsweise die Frage, ab wann ist es eine Krankheit und bis wohin ist es gesund?
für einen selbst. Und das ist ja die Frage so, okay, was bedeutet psychische Krankheit oder was bedeutet psychische Gesundheit und wo sind da die Grenzen? Ne? Und gut, jetzt gibt es die Definition von einer Weltgesundheitsorganisation, ne, dass das psychische Gesundheit der Rahmen ist, wo ich mich eben wohlfühle und mein Leben leben kann. Jetzt mal so runtergebrochen. Und das ist ja super individuell. Und ich finde, wenn es die Zeit, also, oder das ist jetzt nicht nur das, was ich finde, sondern wie ja auch eine Erkrankung diagnostiziert wird, ist ja die Anzahl an Symptomen, die Intensität und die Dauer, wie sie anhalten. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in den vergangenen Jahren gemerkt habe, so, okay, Antrieb schwindet, ich fühle mich bedrückt und ich mich dann einfach für ein paar Tage verzogen habe und mir das dann geholfen hat, dann hatte ich einfach ein paar schlechte Tage, aber war jetzt nicht unbedingt wieder voll in einer Depression drin. Und bei manch anderen Menschen kann das ja aber viel länger anhalten und dann entwickelt sich eben doch zu einer handfesten Depression. Ich zeige mal, kam jetzt hier gerade an, einer, der mir daheim hilft. Und man sieht das gar nicht so gut. Aber einer meiner Therapeuten hier zu Hause ist Karl. Habt es ja vorhin gesagt, dass die Frettchen auch ihr Kapitel im Buch bekommen haben. Ich finde auch, ich habe gesagt, dass ich nochmal so in Therapie bin wegen mancher Baustellen und dass es vor allem ein Kontrolltick und psychosomatische Atemprobleme, die ich dann die stärker wurden. Und die haben mich aber jetzt nicht so krass in meinem Leben eingeschränkt, als dass ich das nicht mehr hätte normal leben können. Es war nervig, es ist eine Belastung, keine Frage, aber trotzdem konnte ich meinen Alltag bewältigen. Und das, finde ich, ist noch so ein Unterschied, ne? Wenn manche Menschen mit einer diagnostizierten Zwangsstörung, wenn dann nimmt die Symptomatik des Kontrollierens zum Beispiel Unmengen an Zeit in Anspruch. Also das hat einen viel größeren Einfluss auf deren Leben, auf deren Alltag. Und dann ist das eine ganz andere Frage. Ja, habt ihr weitere Fragen? Möchtet ihr eure Erfahrungen mit mir und den anderen hier teilen? Was bewegt euch so? Was hilft euch an der Krise? Was wünscht ihr euch von Angehörigen? Es gibt so viele Themen dazu. Wollt ihr über was reden? Schreiben? Wie auch immer. Bin ich schon nicht, ne? Wir müssen das jetzt auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen, wenn es jetzt einfach keinen Redebedarf gibt. Ich meine, es war ja auch jetzt mega viel Input. Wenn ihr wollt, seid ihr herzlich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich glaube, man muss als Mensch auf YouTube dafür auch mal Werbung machen. Es folgen da demnächst noch weitere Videos zu einzelnen Themen, die ich da ansprechen möchte. Und auf Instagram bin ich gerne und oft aktiv und plane da auch hier und da ab und zu live. Da kann man ja auch nochmal mit in einen Austausch gehen. Wenn euch auch eine Frage auf dem Herzen brennt, sagt man das so, auf der Seele liegt, wo ihr sagt, so, okay, will ich jetzt hier nicht stellen, auch nicht in den Kommentaren, das ist mir alles zu öffentlich, dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Bitte nicht die ganze Lebensgeschichte und auch keine traumatischen Inhalte. Das wäre jetzt nicht so, da wäre ich jetzt nicht so die richtige Ansprechpartnerin. Aber wenn ihr sagt, so Mensch, hier, ich habe die eine Frage, den einen Tipp hätte ich gerne und was, dann schreibt mir gerne. Dafür bin ich offen. Jo, ihr Lieben.
Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Vielen Dank, dass ihr hier mit dabei wart und zugeschaut habt. Vielen Dank für eure Kommentare und den Daumen nach oben, sehe ich ja auch. Dankeschön. Ich freue mich sehr darüber, über das Interesse und hoffe, dass wenn wir weiter so dafür einstehen, das Thema zu entstigmatisieren und enttabuisieren, dass sich Menschen eher trauen, Hilfe zu suchen und diese anzunehmen. Jo, dann wünsche ich euch mal hiermit noch einen schönen Abend und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.